Herzlich willkommen bei Amazing Reviews. Heute zu Gast haben wir ein Angelset für Kunstköder von Leko. Solltet ihr am Ende des Reviews mit meiner Vorstellung zufrieden sein und Interesse an diesem Stück haben, so findet ihr weiter unten in der Textbox den zugehörigen Affiliate-Link. Mittels dieses Links könnt ihr mich unterstützen, wobei der Preis natürlich nicht beeinflusst wird. Näheres zum Produkt direkt nach dem kurzen Intro. Ich habe mir das dargestellte Angelset samt der 141 beinhalteten Stück, inklusive der Vielzahl an Kunstködern natürlich, gekauft, um ein wenig in Spinnfischen einzutauchen. Als ich die Box dann bekam, war ich zunächst erstmal enttäuscht, muss ich sagen, da ich dachte, dass dort auch schwerere Kunstköder enthalten sind. Es sah so ein bisschen auf den Bildern aus, dass im unteren Bereich die Kunstköder etwas schwerer sind, da auch Hecht in der Artikelbeschreibung stand. Meine Spinnroute, die ich eben auf den Hecht ausgelegt habe, hat ein Wurfgewicht von 30 bis 80 Gramm. Mit dem Köderset hier wird man dieses Wurfgewicht bei weitem, Leute, bei weitem nicht erreichen können. Zudem ist da jede Menge Schmarrn drin, den man, wenn man ehrlich ist, nicht gebrauchen kann. Daher würde ich die Einordnung anders treffen. Jeder Anfänger hat eine Forellenroute zu Hause rumliegen, gehe ich mal stark von aus. Sei es, um mit dem eigenen Kind oder den Kollegen an einem Sonntag am Angelteich ein wenig zu faulenzen. Dafür ist das Ding echt top, versteht mich nicht falsch. Das Wurfgewicht von, ich schätze, bis zu 10 Gramm ist dafür bestens geeignet. Es gibt auch drei kleine Stahlvorfächer, sollten sich auch mal Raubfische in dem See aufhalten. Man kann ein wenig mit den Köderarten experimentieren und der kleine Sohnemann hat sowieso Spaß damit rumzuspielen. Hier aber bitte mit den Haken aufpassen, nicht dass er sich verletzt. Diese liegen nämlich in der Angelbox frei rum. Letztendlich kann man damit Forellen, kleine Barsche und mit viel Glück einen Hecht austricksen. Man kann damit auch ein Stück weit eine Fake-Grundroute aufbauen, da auch Kunstmais enthalten ist. Das finde ich zwar witzig, aber gehört für mich auch unter den Punkt Schmarrn. Denn Mais kostet kaum was, warum soll ich jetzt Kunstmais benutzen anstelle von normalem Mais? Abgesehen davon, wenn das Ding abfällt, ist es eine Verschmutzung des Sees. Es ist auch lustig, was für Arten an Kunstköder da drinnen stecken. Ich zähle mal ein bisschen auf. Spinner, Blinker, Wobbler, Weichplastikköder aller Art, Troutspoons, Wallerkunstköder und auch ein paar Bleie, Jighaken, normale Haken, Wirbel, Vorfächer und sonstiger Kram sind da drinnen. Also wie gesagt, man kann sich richtig gut austoben. Speziell für Anfänger absolut gut geeignet, um mal am Forellenteich die ersten Angeltricks zu lernen oder das Angeln generell mal auszuprobieren und dann festzustellen, ob es für einen etwas ist oder halt eben nicht. Fürs größere Raubfischangeln kann man damit aber meines Erachtens nichts anfangen. Zudem passt bitte auf die Teichordnung auf, für die Teiche, wo ihr halt in der Nähe wohnt. Es kann nämlich sein, dass Kunstköder verboten sind, dann lohnt sich diese kleine Investition an dieser Stelle natürlich auch nicht. Für die besonderen Sparfüchse ein kleiner Tipp, ihr könnt im Hinblick auf den Preis auch einfach direkt bei AliExpress kaufen. Ihr spart dadurch den ein oder anderen Euro natürlich, aber pass auf, die Lieferzeit wird sich dafür um einen Monat oder ein bisschen länger sogar verzögern, denn das Ding wird ja aus China importiert, was letztendlich nichts anderes ist, als der Verkäufer auf Amazon getan hat. So, ich habe das jetzt alles hier mal ausgekramt und führe euch jetzt mal einzeln die Dinger vor. Genießt das Video. Am Ende zeige ich euch nochmal die Sortierung in meine Koga Angelbox. Dazu habe ich auch ein Video, findet ihr jetzt oben rechts in dem kleinen Teaser und schaut euch gerne das andere Video an. Kommen wir noch zu einem kurzen und knackigen Fazit. Ich fasse alles nochmal zusammen. Das Ding ist geeignet für einen Forellenteich meiner Meinung nach, für nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht noch für einen Fluss, wenn man auf Forellen gehen möchte. Auf jeden Fall finde ich top die Qualität und die Vielfalt, die da geboten wird. Also man kauft eine Sache und hat direkt diverse Sachen zum Ausprobieren. Das macht Spaß. Der Preis ist in Ordnung meiner Meinung nach. Für die Sparfüchse beachtet den Hinweis, den ich gegeben habe. Auf der Kontraseite für mich muss ich bemängeln, dass da nur geringes Wurfgewicht drin ist. Das fand ich jetzt nicht so cool. Das heißt, für meine Hechtangeln musste ich alles nochmal separat kaufen. Und nicht jedes Stück, was da geboten wird, ist notwendig. Aber das ist halt das Preismodell. Da wird auch Schmarrn dazu gegeben, damit sich der Preis halt im Endeffekt lohnt und man die Stückchenzahl ein bisschen höher setzen kann, da der Wettbewerb ebenfalls 140 bis vielleicht sogar ein bisschen mehr Teilchen anbietet. Das war's von mir. Nutzt gerne den Affiliate-Link in der Textbox, um meinen Aufwand zu honorieren. Sollte euch dieses Review weitergeholfen haben, so hinterlasst doch gerne ein Like und ein Abo. Das würde mich besonders freuen. Ansonsten freue ich mich auf euch beim nächsten Amazing Review.